euch heute, wo es weitergeht mit der nächsten Etappe. Und zwar heute mein Etappenziel ist Rotterdam. Heute werde ich mehrmals mit der Fähre übersetzen. Mal gespannt, wie das klappt. Die Übernachtung war heute sehr gut. Ja, Frühstück war okay. Ich habe sogar ein Lunchpaket mitbekommen. Da kann ja nichts schief gehen unterwegs. Verhungern werde ich nicht. Ja, und einkaufen muss ich dann auch nicht so viel. Ist sehr gut. Und jetzt fahren wir mal weiter bis zu der nächsten Fähre. Ruhe. Es war jetzt, glaube ich, aus Windschutz oder was gab es Probleme. Da habe ich bei den Campern noch einen Mann geholt, der hat mir geholfen, das Rad drüber zu heben. Und da vorne komme ich jetzt an die Fähre. Ich hoffe, da geht alles klar. Ja, müssen wir weitersehen. Vorgefahren an die Fährstelle, da geht keine, anscheinend wird die auch noch am Wochenende gehen, ist aber nicht so schlimm, der Weg war nicht allzu weit und wir haben noch eine schöne Festung gesehen, ja, genau, da vorne kommt jetzt eine Brücke, da geht es da übers Wasser. Neben mir, das ist jetzt nicht die Waal, das ist so ein Verbindungskanal zwischen Maas und Waal, ja, und der ist mir jetzt im Moment im Weg, da muss ich irgendwie auf die andere Seite. Dann komme ich wieder auf meine Route. Aber das haben wir jetzt gleich. So Freunde, ich habe es geschafft. Ich überquere jetzt diesen Verbindungskanal. Da vorne. Drehen wir kurz rum, da ist dann wieder die Maas. Hier hinter mir ist mein Verbindungskanal zu der Waal rüber. Das ganze Gebiet nennt sich auch hier Maas-Waal-Delta. Ja, und die Waal wechselt jetzt auch andauernd der Name bis zu der Nordsee hoch zur Mündung. Aber für mich ist es immer noch der Rhein oder jetzt hier der Abschnitt Delta-Rhein genannt. So, hier kann ich es nochmal kurz auf der Karte zeigen. Da sind wir so lang gefahren und hier wollte ich eigentlich drüber, hier, da wo die Festung war, ist nicht gegangen, sind wir hier zurück und dann hier drüber jetzt und hier sind wir wieder auf unserem richtigen Weg. Hier geht es dann lang und hier hinten geht wieder hoch. Das ist eigentlich wieder unser Rhein. Da ist jetzt unsere Festung wieder von der anderen Seite. Hier sehen wir mal wieder ein paar Städte und zwar über die Brücke geht es hier nach Groningen
und mein nächster Zielort ist Werkendamm. Die Rheinkilometer, die sind jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Ich weiß nur Folgendes. Bei Rotterdam sind wir bei 1000 Rheinkilometer und ich denke, wir werden jetzt hier bei 940 so rum sein. Weil wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten hochzufahren nach Rotterdam. Jedenfalls kurz vor Rotterdam fließt dann wieder Niederrhein und die Waal eigentlich zusammen. Dann haben wir nur noch einen Stromverlauf bis zur Nordsee. Kopf von der Land, da geht es jetzt rüber nach Dordrecht und jetzt bin ich ungefähr so 10 Kilometer hier auch durch dieses schöne Naturschutzgebiet gefahren, aber allerdings mit sehr viel Gegenwind, das war schon ein bisschen anstrengend. Okay, zu der Fähre geht's weiter. Wäre geschafft. Und hier geht es jetzt weiter nach Dordrecht. Nach Dordrecht sind es jetzt noch 5-6 Kilometer und ich fahre hier zwischen den Bäumen. Das ist sehr schön. Es ist jetzt schön erholsam. Da merke ich wirklich den Wind nicht mehr so arg.
angekommen in Dordrecht und jetzt muss ich übersetzen rüber nach Papenrecht. Setzen hier nach Papenrecht. Hat jetzt auch gut geklappt. Für mich geht es jetzt noch hier weiter durch Papenrecht durch und dann folge ich immer den Rhein oder Rheindelta weiter entlang Richtung Nordsee. Papenrecht liegt jetzt auch hinter uns und nächster Zielort ist dann Krimpen. Paket vernichtet und seit Dordrecht folge ich jetzt eigentlich immer der Nord, so nennt sich das jetzt, aber wie gesagt, für mich ist es immer noch der Rhein oder wie ihr wollt, Delta Rhein hier in Holland. Es ist alles ein bisschen kompliziert und verschachtelt hier, aber bei Krimpen oben, wo ich jetzt gleich bin, da fließt alles so ziemlich wieder zusammen. Und Rotterdam ist jetzt auch schon in Sichtweite. Ich denke, das werden noch so 12, 13 Kilometer sein. Ja, hier befinden wir uns hier beim Windmühlendorf Kinderdeich.
mal wieder super. Ich war praktisch genau mit dem Radweg mitten auf dem Fluss und rechts neben mir ist das Windmühlendorf. Bin ich in Krimpen an der Leck. Leck ist der Niederrhein, denn wo ich ja nicht entlang gefahren bin. Ich bin ja die Waale entlang gefahren und ab hier fließen die zwei wieder zusammen und heißt New Maas. Jetzt folgen wir den New Maas und immer noch unseren Rhein. Ich werde euch jetzt auch mal die Karte noch mal genau einblenden, dass man das jetzt noch mal genau sieht, wie ich da gefahren bin. Und jetzt geht's langsam nach Rotterdam rein. Hier an dem Tor habe ich jetzt mal kurz Halt gemacht. Da ist nämlich gerade ein bisschen ruhiger. Ich denke, das werde ich bald nicht mehr haben, weil es geht jetzt nach Rotterdam rein. Da werde ich jetzt noch ein bisschen durchfahren. Da habe ich eine Übernachtung geplant. Die Etappe ist aber noch nicht beendet. Sie geht morgen früh weiter dann bis nach Höck von Holland, bis der Rhein in die holländische Nordsee fließt. Und meine Tour werde ich dann noch weitermachen nach Zandvoort. Da habe ich noch ein paar Tage Urlaub geplant. Genau. Also dann, bis morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Rotterdam von meinem Hotel aus. Ich bin jetzt hier genau in Rotterdam-Delfshafen und ich gehe jetzt gleich runter zu meinem Fahrrad, wo ich die Etappe von gestern fortsetzen werde. Bis zu meinem Ziel vom Rhein zu der Mündung von Höck von Holland. Da haben wir jetzt auch die Ausschilderung. Nach Höck von Holland sind es gerade noch 21 Kilometer bis zur Mündung. Rotterdam habe ich jetzt auch passiert. Und ja, Rotterdam, wie gesagt, war ja bei den Rheinkilometer 1000 und die Mündung liegt bei 1030. Nochmal zu den Rheinkilometer zu sagen, ist ja, wie gesagt, die haben bei Konstanz angefangen, bei Konstanz, und das sind die großen weißen Tafeln, wo ich euch immer angeblendet habe. Da wird der Rhein gezählt, aber in Wirklichkeit ist er ja länger, so 1230, und der Rheinradweg ist auch circa ungefähr so lang oder vielleicht ein bisschen länger. Ich bin sowieso mehr gefahren durch die ganzen Umleitungen und manchmal bin ich ja auch in der Stadt rein. Deswegen haben wir da ein bisschen mehr. Werde ich euch jetzt vielleicht auch mal, wenn ich zusammengerechnet habe, die genaue Kilometerzahl einblenden. Jetzt haben wir den New Waterweg erreicht, also so heißt er jetzt, so nennt er sich jetzt der Rhein, und für uns ist es ja immer noch der Rhein. Thank you.
Ja, jetzt geht es so langsam auf die Zielgerade am New Waterweg hier am Rhein entlang. Ja, da will ich jetzt auch mal ein kleines Fazit schon ziehen von meiner Rheinradtour. Es war eine sehr schöne Tour. Der Rhein mit seinen einzelnen Abschnitten. Der Oberrhein ist, glaube ich, der längste Abschnitt. Genau, ja. Und die unterschiedlichen Länder, wo wir kennengelernt haben, mit ihren schönen Radwegen, die Schweiz, jetzt hier in Holland und auch Frankreich. Und natürlich gab es auch einige Schwierigkeiten, die dürfen natürlich nicht fehlen, wie zum Beispiel beim Wettereinbruch, bei der Wanderung gleich am Anfang zu der Rheinquelle. Ja, und auch verschiedene Baustellen etc. und die Fähre, wo ich verpasst habe und alles. Es gab schon ein paar Komplikationen. Auch bei den anderen, die hatten eine Lok gesucht und haben sie nicht gefunden, bei Germersheim. Ja, die tun mir jetzt noch leid, die Lokfreunde, aber vielleicht finden sie irgendwann noch die Lok. Ich lernte auch jede Menge nette Leute kennen. Ja, man tauschte sich aus, man gab sich Empfehlungen und man half sich gegenseitig. Wenn ihr so eine Tour macht und habt die Satteltaschen hinten drauf, ja, das Gepäck, und da kommt man automatisch ins Gespräch. Wo geht's lang, wo geht's hin und so weiter und so fort. Gleichzeitig lernte ich auch noch ein paar Nebenflüsse kennen, vom Neckar, Main und so. Und die Masitz hier ist, glaube ich, der längste Nebenfluss. Es waren einige, wo wir gesehen haben, Städte, Großstädte waren einige dabei, mittelgroße Städte und auch Kleinstädte. Und in einigen konnte ich auch ein bisschen verweilen.
Und hier haben wir nochmal der komplette Rhein. Angekommen von Leuchtturm zu Leuchtturm, vom Oberalppass bis zur Höhe von Holland oder von der Quelle bis zur Mündung. Leute, hier fließt der Rhein in die Nordsee rein. Ich hoffe, euch hat die Tour ein bisschen gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie ja mal ein Stück nachfahren, ganz oder Teilabschnitte, je nachdem ihr wollt. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen weiterhelfen beim einen oder anderen. Okay, jetzt gucke ich mich hier noch ein bisschen um und dann geht es weiter noch ein Stückchen die Nordsee hoch, wo ich dann ein bisschen Urlaub geplant habe und Entspannung in Sandfort. Hier kommt der Rhein her und ein kleiner Schwenk vom Meer und hier geht es in die Nordsee rein.